Das kann dann schon mal ordentlich schwer werden bei Suki Waterhouse, die Freundin von Bradley Cooper. Das geht nicht ganz alleine. Andere warten dann noch eher auf Hilfe. Schauspielerin Maggie Gyllenhaal kriegt männliche Unterstützung. Sarah Jessica Parker schafft es alleine den roten Teppich hoch. Ich genieße es, mich richtig schick zu machen. In Schale schmeißen, das war angesagt bei der Party des Jahres. Taylor Swift zum Beispiel. Die Zeiten der Punk-Experimente, sie sind vorbei, wissen auch die Olsen-Zwillinge. Beim legendären Ball in New York, der Party des Jahres, da war wieder traditionelle Schneiderkunst angesagt, Roben, Samt und Spitze. Wir feiern heute den Designer Charles James. Punk war gestern. Selbst die First Lady war gekommen. Michelle Obama hüllte sich in ein grünes Blumenkleid, fast umschlungen von Efeu. Die Mode ist kein exklusiver Club für Leute, die an Mode schauen, in der ersten Reihe sitzen oder in teuren Boutiquen einkaufen. Promi-Pärchen am roten Teppich. Beyoncé und Jay-Z waren gekommen. Charlize Theron und Sean Penn. Und auch Amber Heard und Johnny Depp. Colin Firth und seine Frau, Kim Kardashian und Kanye West. Schlicht gekleidet, Spider-Man-Star Emma Stone und Andre Garfield. Auch im wahren Leben ein Paar, Blake Lively und Ryan Reynolds. Ich fühle mich wie ein kleines Mädchen, was sich verkleidet, nur dass viel mehr Leute nach mir schreien. Nicht nur ein Schaulaufen, die Gala soll Geld bringen, ein Wohltätigkeitsball. Einige Millionen Dollar sind in diesem Jahr zusammengekommen.